Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warplanes und heute fliegen wir mal wieder mit der F4U1. Ich bin da ja immer noch dran am Leveln tun und es ist anscheinend gerade mal wieder mal 3 XP angesagt. Und daher habe ich gedacht, packst du den nochmal aus, da brauchst du auch ein bisschen XP noch für. Und deswegen fliegen wir das. Außerdem will ich gucken generell, wie viel Free XP ich hier kriege, wenn ich hier eine Runde mache mit mal 3, egal ob die jetzt gut oder schlecht ist. Ich will das einfach mal wissen. Weil ich ja beim Nummer 5 wird, lohnt sich das echt, seine Flieger zu fliegen, um dann in WoT oder generell Free XP zu haben. Die hat man dann ja in beiden Spielen, das heißt, man kann sie auch durchaus in WoT nur benutzen. Und ich wollte es jetzt gerade so ein bisschen mal testen, ob es bei mal 3 sich schon irgendwie lohnt, da großartig irgendwie, ja, zu fliegen. Steigen erstmal ein bisschen wie früher. Es scheint ja nicht mehr ganz so die Taktik zu sein. Was ich auch extrem gut finde. Und wir fliegen da hinten. Ich habe da eins, was ich von dieser Taktik gelernt habe, war: Fliege nicht alleine. Und das werde ich auch nicht machen. Habe ich gar keine Lust drauf. Es hört sich irgendwie dramatischer an. Gerade die Geräusche, die waren auf jeden Fall echt cool. Das hört sich echt, hört sich, wie soll man sagen, eindrucksvoll an. Ja, da gibt's noch eine Mac, sag ich schon fast. Mac-Einheit. Nee, eine Messerschmitt, die da auf der Höhe fliegt. Ist nicht so cool, weil die sehr, 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 sehr stark sind. Leider genau das können, was ich halt, worauf ich keinen Bock habe, nämlich hochsteigen, runterfliegen und dann direkt wieder hoch. Das war ja mit dieser Taktik leider dann letztendlich nicht wirklich tragbar, weil manche Flieger konnten das nicht und waren dann extrem benachteiligt. Psst. Chat. Und deswegen bin ich eigentlich recht froh, dass sich das irgendwie gelegt hat mit dieser Taktik. Ja, und da seht ihr, man braucht die Kanonen einfach nicht oder die Geschütze. Das Teil macht so oder so genug Schaden. Ich einfach mal nichts treffe. Da haben wir jetzt durch die letzten 2-3 Schüsse da drauf den Kill letztendlich noch bekommen. Wird aber leider nicht ganz so eine gute Runde, wie es ausschaut. Die Gegner sind gerade noch etwas unkoordiniert, um es nett auszudrücken. Ach du Scheiße. Und der ist verdammt hoch. Das gefällt mir absolut nicht. Ich muss erstmal wieder ein Stück steigen. Mein Gott, GG Flamer. Ja, das Teil ist verdammt hoch. Ich hasse sowas. Wie gesagt, ich fände Fliegen oder Kämpfe unten eigentlich schon fast interessanter. Das Problem ist auch, dieser Flieger kann das einfach nicht. Meiner Meinung nach. Halt so mal eben hochsteigen. Und dann fliegst du wieder runter. Okay, ja. Das kann er gar nicht. Das ist dann blöd bei dieser Taktik. Oder was heißt Taktik bei diesem Spiel? Dieser Spielart. Na, vielleicht kriegen wir den sogar noch weggesnackt. Wäre ja ganz lustig. Ja, so macht man Kills. Bringt aber, glaube ich, trotzdem keine XP.
Oh, danke, 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 das habe ich gebraucht, danke. Das hat mir heute und in dieser Runde noch gefehlt. Das, danke, vielen Dank. Naja, war ja nur ein HP. Oh, nichts abbekommen in der Runde. Aber trotzdem. Naja, anscheinend 10 Kills echt so viel. Mal 3, 2400. Wobei, war nicht wirklich viel, nee. Nee, das ist auf jeden Fall gar nicht so viel gewesen. 100 XP war das jetzt. 100, 150 Free XP, glaube ich. Auf jeden Fall nicht wirklich viel. Ich werde jetzt auf jeden Fall. Na, fast fahren, fliegen wir jetzt. Ich habe irgendwie. Ich fliege aber nochmal. Ich habe ein bisschen Bock auf diesen Flieger gerade. Ja, ihr seht das wahrscheinlich besser oder könnt es besser sehen mit den Free XP oben. Ich habe da diese Zahl, die man sagt, ja, ob die Aufnahme läuft. Und ob ich, oder wie viel FPS ich habe. Deswegen sehe ich das in dem Fall da relativ sehr schlecht. Oh. Ja, gerade noch Top-Tier schon. Ja, wobei Tier 7er wenigstens nur, keine Tier 8er. Ja. Das ist ja schon mal etwas. Auch etwas, was ich mir irgendwie problematisch bei dem Spiel vorstelle, weil ja, mehr oder weniger die Community wächst dann nicht. Oder es fällt mir, wenn nicht, auf. Wir haben jetzt 18 Uhr, Punkt 18 Uhr. Und das ist ja durchaus schon Anfang der Stoßzeit bei vielen. Oder in vielen Spielen. Und ich würde fast sagen, ab da füllt es sich so langsam in WoT. Hier haben wir gerade, ich glaube, 5000 Leute online, was jetzt nicht wenig ist. Klar, ich meine, das sind fast so viele Leute, wie ich Abonnenten habe. Nur, naja, vergleichsweise mit WoT ist es halt echt schon wenig, könnte man, glaube ich, sagen. Und das steigt halt irgendwie nicht. Ich habe das ja seit Anfang, seit Release und schon davor spiele ich es ja. Und ich habe halt festgestellt, 5000, mehr geht da nicht. Oder mehr ist mir nicht aufgefallen. Ah, okay, ab und zu mal die 2000, 3000 mehr, aber halt nicht irgendwie das Doppelte oder Dreifache. Und muss man da mal überlegen, wenn man jetzt um die Uhrzeit 5000 hat, was hat man denn an den 6 Stunden um 12 Uhr nachts? Ja, kann man da überhaupt noch spielen, ob da Leute da sind? Ich weiß es nicht. Hab da lange nicht mehr reingeguckt. Und hab da auch keiner irgendwie, was weiß ich, Zugriff auf irgendwelche Informationen oder Zugang zu irgendwelchen Informationen. Und deswegen. Weiß ich das aber gar nicht, weil ich stell's mir komisch vor. Ey, es war mein Kill. Ich wollte killen. Überall diese Zwillinge. Warum fliegt... okay, Deutsche. Die werden ja echt viel geflogen. Ey, das gibt's nicht. Der hat er mir echt noch geklaut. Ich bekomme nichts. Naja, mal. Jetzt kann man gut gucken, wie viel XP wir bekommen. Aber hier haben wir ja eigentlich größtenteils nur Schaden gemacht. Oder wir haben bis jetzt nur Schaden gemacht. Damage haben wir ja noch nicht. Wir haben schon gewonnen. Ah! Die haben null Bodenziele zerstört. Null! Null! Alter Schwede. Die wurden mehr oder weniger geraped. Ja, ich fand jetzt eigentlich, also ich finde, das ist eigentlich viel zu wenig. Also, ich will jetzt nicht groß meckern, aber anscheinend wird da so viel durch Kills gerechnet. Ich meine, ich habe nicht schlecht Schaden gemacht, allein auf den einen habe ich 200 gemacht.
Das ist auch noch etwas, was mir extrem fehlt. Ich will wissen, wie viel Schaden ich gemacht habe, nicht wie viele Schüsse ich abgegeben habe und so weiter und so fort. Also da bin ich jetzt echt enttäuscht. Ziemlich sogar. Das ist echt sehr, sehr mager für die Leistung. Ich wäre erstens ein 6, 7, ich bin ein 6er gegen 7er und hab dem mir in dem einen Jahr allein schon 200 abgezogen. Ich glaube, ungefähr 300, 400 Schaden habe ich gemacht. Und dafür kriege ich jetzt ernsthaft 400 XP, wo ich in der anderen Runde 2497 bekomme für 3 Kills. Und vielleicht die Hälfte an Damage, vielleicht 150 Damage habe ich da ja gemacht. Da habe ich ja nicht viel gemacht. Nur Kills. Finde ich echt ein bisschen schade. Können ja durchaus, ja komm, wir fliegen aber nochmal eine Runde. Da sind wir wieder Top Tier, aber naja, Top Tier ist das halbe Team. Hat also nicht die Welt was zu heißen. Das war jetzt falsch formuliert. Hat nicht zu heißen, danke so. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Oh, jetzt nicht der gleiche Lichteffekt. Jetzt kommt er von hier. Tschüss. Ja, es wird die Sonne. Ist eigentlich die Sonne? Die kommt doch von da. Da, okay. Sieht so unspektakulär aus, ohne die Flares von Dingens. Von, wie in WoT, das ist da ja echt extrem geil geworden inzwischen. Ah, da ist auch noch jemand, der richtig hochsteigt. Steig ich schneller hoch als er? Ich kann auf jeden Fall höher steigen. Aber bei dem habe ich halt festgestellt, man kann nicht. Habe ich zu lange. Da kann man halt nicht hochsteigen, 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 runterfliegen und wieder hochsteigen. Schafft er dann nicht. Der schafft das nicht hochzukommen. Der gesehen, ich habe die volle Motorleistung gebraucht. Ist wahrscheinlich auch nicht ganz so schlau, die vollkommen aufzubauen. Schlauer wäre es wahrscheinlich, wenn man da irgendwie einen Teil nimmt und dann guckt. Ich glaube, ich gehe erstmal auf die Messerschmitt. Wobei, eigentlich will ich nicht auf den Messerschmitt gehen, die sind zu stark. Ja, und ich flieg drauf zu. Lol. Ja, das ist einfach dumm, darauf zuzufliegen. Weil die einfach so OP-Waffen haben, meiner Meinung nach, also. Die machen viel zu viel Damage. Aber naja. Das ist halt noch dieses Paket, was ich echt im Gegensatz zu anderen Fliegern viel zu stark finde. Die können bis zum Gegner nicht mehr hochsteigen, können sich runterstürzen auf einen Ranzen, nehmen so schnell weg, das ist nicht mehr okay. Oder dann steigen sie wieder ganz schnell auf 3000 Meter hoch. Und das schaffen einfach manche nicht, manche Flieger, wie meine zum Beispiel. Die PN50 geschafft hat auch. Oder die Reihe generell. Aber meine schafft das nicht. Und hier haben wir jetzt echt das Noob-Team schlechthin. Ja, wobei, es war ja von mir nicht gut gespielt. Was hat denn der für ein Geschütze? Die hören die sich ja mega low an, machen echt wenig Damage. Habe ich so das Gefühl. Ja, hier haben wir eins dieser Teile und die haben halt, ups, so starke Kanonen, das ist nicht mehr, oder Geschütze. Ist nicht mehr okay, wenn die so spielen können. Deswegen hat mir die nach Release das Spiel auch überhaupt gar keinen Spaß mehr gemacht. Anfangs in den kleineren Tiers war es nicht ganz so schlimm. In den höheren Tiers kam meine Reihe einfach, war der dafür nicht gedacht, ist einfach nicht gedacht gewesen. Und warum fliegt jetzt noch der zu? Naja. Seht ihr hier. Fliegt so schnell. Macht so viel Damage. Und der hat ja auch noch extrem viel AP. Klar ist eigentlich ein Bomberjäger, also der so auf Bomber gehen soll. Das heißt, wie ihr seht, dreht er auch extrem langsam. Aber mit der Taktik hochfliegen, runterstürzen, Damage machen wieder hoch, hat es halt so gut funktioniert,
Deswegen gibt es mega viele Leute mit ihren, was weiß ich, die da halt so schnell die Zehner bekommen haben. Die entweder die P51-Reihe gemacht haben oder die deutsche Reihe. Die anderen rein konnten das nicht wirklich so und haben dann am Anfang zum Gameplay total verkackt. Der Grund, weswegen mir das Spiel am Anfang nur Spaß gemacht hat. Also was heißt am Anfang? In den ersten paar Tagen, wo ich die Dinge jetzt noch nicht hatte. Das ist ja echt für Noob. Wo ich die dickeren Flieger noch nicht hatte, aber so ab T4, T5, T6 war. Boah, zum Kotzen. Ja, ich glaube, ich werde hier niemals wirklich weiterkommen. Ich spiele das Spiel zu viel, zu wenig für. Und das ist, glaube ich, auch so ein Grund. Seht ihr hier? 141 XP. Sorry, aber bei WoT gibt es ja schon scheiße wenig für eine Niederlage. Aber bitte? Ich meine ja Premium. Könnten auch 50% abziehen. 70 XP für eine Runde, wo ich jemanden nicht schlecht fand, nicht beschädigt habe. Zwar gestorben bin und keinen Kill gemacht habe. Ja, kein Kill, ich weiß, kein Kills. Kills ist ja das Wichtigste im Spiel. Genauso wie in WoT. Ich finde das zum Kotzen, diese Politik dahinter. Kills ist alles, möchte man meinen. Totaler Bullshit. Könnte man ja auch zum Snacker werden, aber nur alles absnacken. Naja. Soweit, so gut. Ich habe jetzt keinen Bock mehr aufs Spiel. Ich bin raus. Tüdelö.